US-Schauspielerin trauriges Geständnis: Ich hatte 8 oder 9 Fehlgeburten. In ihrem neuen Buch und einem bewegenden Interview sprach die Schauspielerin jetzt über das wohl traurigste Kapitel ihres Lebens. Willst du keine Kinder? Minus mit dieser Frage muss sich Schauspielerin Gabriela Union, 44, immer wieder auseinandersetzen. Seit 3 Jahren ist sie mit ihrer großen Liebe, dem Basketballstar Dwane Wade, 35, verheiratet, doch Mutter wurde sie bisher nicht. Gerade bei Frauen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, glauben die Leute, sie hätten das Recht, solch eine Frage zu stellen, erklärte die 44-Jährige jetzt im Interview mit dem US-Magazin People. Sie meinen es gut, aber sie haben keine Ahnung, was für Leid und Frustration sie damit immer wieder heraufbeschwören, so Gabriele weiter. Hintergrund: Sie spricht aus trauriger Erfahrung, sie selbst weiß wohl am besten, wovon sie spricht. In ihrem neuen Buch gewährt Gabriele jetzt einen intimen Einblick in das traurigste Kapitel ihres Lebens. Ich hatte 8 oder 9 Fehlgeburten, offenbart die Schauspielerin. Über 3 Jahre lang war mein Körper wie ein Gefangener in dem ewigen Drang, schwanger zu werden. Ich war entweder kurz vor dem Zyklus einer künstlichen Befruchtung, mittendrin oder gerade damit fertig, so ihre bewegenden Worte. Doch weder mit dieser Methode, noch mit Hormonen oder auf natürlichem Wege klappte es, Gabriele wurde nicht schwanger. Sie will die Hoffnung nicht aufgeben, trotzdem blickt die 44-Jährige positiv in die Zukunft. Dwane und ich sind immer noch voller Liebe und bereit, alles zu tun, um das Kind zu treffen, von dem wir beide träumen, schreibt sie in ihrem Buch. Gemeinsam mit ihrem Mann zieht Gabriele seinen Neffen Davion Maurice, 16, und seine beiden Söhne aus erster Ehe, Zaire, 15, und Sion, 10, auf. Erst mit ihnen wurde mir klar, dass ich nichts anderes sein will als eine Mutter, so die Schauspielerin gegenüber People. Wir wünschen ihr, dass dieser Traum für sie doch noch irgendwann in Erfüllung geht.